Andy! Niklas! Ich hab Hunger. Kaufland feiert 20-jährigen Geburtstag von Car Classic mit richtig geilen Angeboten. So wie dieses Format hier. Pimp My Food. Ab jetzt alle 2 Wochen am Start. Ich hätte Bock heute auf Japanisch. Japanisch finde ich geil. Ich hatte einen Karate-Film noch frisch geguckt. Kam mir Japanisch in den Sinn. Ja. Ich hab eine Idee, warte mal. Ich hab letztens das hier gekauft. Das war im Angebot. Ich hab's schon im Kühlschrank gesehen. Da hab ich 4 Pakete von gekauft. Und ich dachte, das können wir ja nutzen. Ey, ich bin ein totaler Foodie, aber ich habe nicht so oft Bock zu kochen. Also ich mache mir da noch öfter mal so ein Fertiggericht. Geht schnell, ist bequem, ist lecker. Aber der Andy, der kann richtig gut kochen. Können wir das nicht japanisch machen? Hühnerfrikassee? Ja. Hühnerfrikassee japanisch? Ist doch geil. Na, komplett verrückt. Ist es denn nicht so, dass ich Hühnerfrikassee japanisch schon 1000 Mal gekocht habe? Digi, hier, pimp my food. Aber ganz ehrlich, es ist ja auch irgendwie spannend. Ja, da fällt mir bestimmt schon was ein. Lass uns mal loslegen. Ich habe jetzt Karate. Karate? Ich mache Schnupperstunde. Ich habe einfach gedacht, dass wir es zusammen machen und er mir dabei hilft. Also ich hatte jetzt schon den Schnupperkurs. So, der Niklas hat mir hier ein Hühnerfrikassee dagelassen. Schnell und lecker in 5 Minuten in der Mikrowelle zubereiten. Daraus soll ich jetzt was Japanisches machen. Ich öffne mal das gute Ding. Also Champignons ist drin, Hühnerfleisch ist drin, Erbsen, Möhre, Spargel. Ist klassischer Hühnerfrikassee-Taste. Was ist denn diese Soßenbasis von Hühnerfrikassee? Eigentlich grundsätzlich auf einer Bechamel. Aus Butter, Mehl gibt es Milch und Brühe hinzu, würzt die mit Salz und Pfeffer. Hat es dann gerattert im Kopf und gerattert im Kopf. Ich habe eine Idee. Ich habe eine grobe Idee, wohin es gehen könnte. Den stückigen Inhalt wollte ich trennen und habe alles erstmal in ein Sieb gegeben. Funktioniert richtig gut. Und habe einfach den stückigen Inhalt mit dem Reis in den Mixer gegeben. Ob ich das jetzt zerkaue oder ob der Mixer das für mich zerkaut, das macht jetzt erstmal noch keinen Unterschied. Ich gehe all in. Ich tue den ganzen Reis rein. Ich nehme hier noch ein Ei. Das trenne ich jetzt mal, weil ich nur das Eigelb brauche. Wir haben hier so eine schöne Konsistenz. Geil. Packen wir auch einfach mal so abgedeckt einfach in den Kühlschrank. Jetzt bereite ich einen Teig zu. Also püriert, dann Teig. I don't understand. Ich habe mir dann einfach einen Teig zusammengerührt und geknetet, der schön geschmeidig und elastisch ist. Habe ihn noch mal kurz in den Kühlschrank gepackt, damit er sich entspannt. Ich habe mir dann einfach meine alte Taco-Presse rausgeholt. Taco-Presse? Taco-Presse? Damit kann man so Tacos und Tortilla-Flan machen. Also, was? Perfekt, genau so wollte ich es haben. Dann hatte ich so kleine runde Dinger, hab da meine Hühnerfrikassee-Masse reingegeben. Und bepinsel mal den Rand ein bisschen mit dem Eiweiß. Weil die müssen ja auch kleben und zusammenhalten. Ich muss die Teiglinge und die Masse in Form bringen. Ich hoffe, es funktioniert. Ein paar Bedenken hatte ich tatsächlich, weil es kann passieren, dass sie auseinanderfallen, dass sie nicht halten, dass die Füllung zu feucht ist. Weiß einfach noch nicht, ob es funktioniert. Ja, kleben tut es schon mal. Kann es sein, dass du Gyoza machst? Exakt. A la Andy. Gyoza, das nach Hühnerfrikassee schmeckt? Ja! Gyoza sind ja auch mit Hühnchenfüllung. Und da habe ich gedacht, 1 und 1 macht Hühnerfrikassee im Gyoza. Der letzte ist ready. Die Jungs waren dann jetzt für ca. 30 Minuten einfach ganz easy ins Gefrierfach. Ich bereite jetzt meinen Pak Choi zu. Dafür habe ich hier Knoblauch und Ingwer. Easy. Da konnte nichts schief gehen. Mmh. Oh yes!
sehen fantastisch aus. Ich bin hyped. Weil sie sind schön in Form geblieben. Natürlich sind sie jetzt auch gefroren. Das gibt mir nochmal ein bisschen Sicherheit. Die Geschichte wandert hier gleich rein, wird kurz angebraten, damit sie unten schön knusprig wird. Dann kommt ein bisschen Wasser hinzu, entsteht Wasserdampf, dann werden sie gar. Dann gucken wir uns das an. Wenn ich das irgendjemandem erzähle, dass ich was Hühnerfrikassee Gyozas gemacht habe, wow. An all meine japanischen Brüder da draußen, bitte nehmt mir das nicht krumm, ne? Okay, ich. Oh oh. Oh oh. Oh no. Wenn die jetzt schwarz von unten sind. Ich war unaufmerksam. Dann mache ich mir die Mühe und bringe hier ein Frikassee mit. Dann wird sich da so drum gekümmert. Das sieht wild aus, was du da machst. Ich habe, glaube ich, einen Schnuff zu viel Öl in die Pfanne gegeben. Vielleicht sind die Aufgaben auch zu groß, die ich stelle. Come on. So ein bisschen Küchenrolle regelt doch. Stell die auf kleinste Temperatur, damit mir der Fell nicht wieder passiert. Ich gebe jetzt mal einen Esslöffel Wasser hinzu und mache den Deckel drauf. In der Zwischenzeit verrühre ich mir Mehl, bisschen Stärke und Wasser für meine Hanetsuki. Einfach was mit in die Pfanne. In diese Zwischenräume, die wir hier haben. Ich habe nur gedacht, oh no, wenn die jetzt schwarz von unten sind. Genau so habe ich mir vorgestellt und wir hören mal, das ist ganz wichtig. Also ich war happy, ja. Happy bedeutet, ich kriege nachher was Leckeres zu essen. Die Kruste hat funktioniert, sie haben gehalten. Wow, sie sahen gut aus, sie waren knusprig und dann habe ich probiert. Das einzige Manko, der Teig ist ein bisschen dick. Es schmeckt nach Hühnerfrikassee Gyozas. Voll geil. Ich schwöre es euch, unglaublich lecker. Ein wichtiger Bestandteil wurde noch nicht verarbeitet. Und das war die Bechamelsoße. Ich habe jetzt hier noch ein paar Zutaten, die gebe ich einfach hier in die Schüssel. Die Bechamel habe ich einfach mit anderen Zutaten verrührt, zu einer Gewürzpastara nennt man das. Sie passte hervorragend dazu. Dann ging es ganz easy und ganz schnell, einfach Mienudeln kochen. Ich habe ja einen Topf mit Wasser aufgekocht. Es hört sich für mich ein bisschen nach Ramen an. Ich gebe die Mienudeln einfach rein. Aber Hühnerfrikassee und Ramen? Oh. Alle anderen Zutaten waren auch schon vorbereitet. Musste nur noch alle Komponenten zusammenführen. Niklas müsste ja auch gleich von seinem Schnupperkurs zurück sein. Er war safe nicht beim Karate. Der hat definitiv keinen Bock gehabt zu kochen. Andy! Dann kam ich in die Küche und... Konnichiwa, Niklas-san. Grüß dich. Da roch es schon verdächtig gut. Wie war der Schnupperkurs? Welcher? Wie man diesen Gurt bindet. Den Gürtel heißt das, glaube ich. Das habe ich gelernt. Ja, du hast mit einem durchsichtigen Gürtel angefangen. Okay, also Japanisch sehe ich, hast du mir gemacht. Aber das mit dem Hühnerfrikassee ist da nicht geklappt, oder? Doch, das Hühnerfrikassee ist da drin. Wie? Als ich die Schüssel gesehen habe, dachte ich, der führt mich an der Nase rum. Du wolltest Hühnerfrikassee Japanisch, du bekommst Hühnerfrikassee Japanisch. Es war schon geil, wo er gesagt hat, Digga, wo ist das Hühnerfrikassee? Das roch so fantastisch gut. Da musste ich probieren. Und im ersten Moment dachte der Kopf sich, das stimmt nicht. Stopp, das stimmt was nicht. Ja. Aber super lecker. Das Ding ist wie ein Eimer im Kimono. Fantastisches Wording, ehrlich. Boah, ist das geil. Das schmeckt nach Hühnerfrikassee in einem Gyoza. Wie funktioniert das? Ja, man hat so ein bisschen das Gemüse, man hat die Pilze geschmeckt. Ne, also die Champignons, die da drin waren, die hat man schon geschmeckt. Aber so dezent. Das war so ein richtig harmonisches Ding. Mega. Ja! Ist super lecker. Und die Soße, die Bechamelsoße, habe ich als Würzsoße genommen. Und deswegen hast du auch dieses milchige, cremige, Tantamen-Rahm-Style.
Für mich war klar, ich brauchte von Niklas noch eine Bewertung. Also anscheinend haben meine Lobeshymnen nicht gereicht. Ich möchte Punkte haben. Punkte? Auf 5 oder auf 10? Auf 5. Auf 5, okay. Auf 5. Mit Komma, ohne Komma? Mit Komma. Ey, Andy hat von mir für das Gericht 5 von 5 Punkten bekommen. Ich würde sagen, der Almer mit dem Kimono hat zugeschlagen. Geiler geht's gar nicht. Ich liefer. Das war gut. Ich habe einen Bombentag erwischt, glaube ich. Ich habe ein fantastisches Produkt erwischt. Das hat sich super verarbeiten lassen. Das war ein sehr dankbarer Start. Das war ein sehr dankbares Produkt. Sehr dankbar, dass er Bock auf Japanisch hatte. Aber es freut mich wahnsinnig, dass es dir schmeckt. Die sind so gut, Mann. Für die nächsten Folgen natürlich schon eine Benchmark, an der man sich orientieren muss. Geh damit erstmal heute ganz geschmeidig ins Bett. Das ist so Mic Drop. Ich kann einfach die Küche verlassen und ich werde es jetzt auch einfach tun. Mach das. Ich esse hier noch auf, ja? Hau rein. Hau rein. Ey, nächstes Mal Frikassee im Angebot. Ich räume den Kaufland leer, dass ich immer wieder Hühnerfrikassee japanisch bekommen kann. Ey, das ist so lecker. Unfassbar. Ich bin echt gespannt, was wir in Folge 2 machen. Also haut rein, bis dahin. Das Rezept zu Andys Hühnerfrikassee japanisch findest du in der Description.